Checkaboom! Ja, hallo und herzlich willkommen. Einfach hier heute mit einem kleinen Tutorial, wie ihr die einzelnen Modes hochskillen könnt, beziehungsweise wie erhöht ihr eure Droprate, beziehungsweise wo kann ich als Noob, beziehungsweise auch wo kann ich generell farmen. Dazu würde ich euch empfehlen, auf Venus die Map Venera. Da habt ihr meistens die Korpus-Fraktionen, die euch entgegenrennt, und da es ein Verteidigungsrate ist, kommen die Gegner zu euch. Die Map ist eigentlich relativ, simpel und klein gehalten. Ihr müsst da nicht unbedingt übelst weit laufen, um irgendwas zu droppen. Des Weiteren ist hier mal so eine Kiste wie da hinten zu sehen. Da findet ihr meistens hier locker so eine extra Erfahrung von 100. Die geht meistens eigentlich auf die Warframe. Ist die Warframe oder die Waffe schon auf Level 30, dann wird das ein bisschen auf die anderen Waffen bzw. Warframe verteilt. Dann haben wir hier nochmal was ist schlanker und da. Ich habe ja schon ein bisschen gezockt gehabt und dementsprechend kann ich es leider nicht zeigen. Also wieso unbedingt diese Map zum Farmen? Das eine, die Gegner kommen zu euch, die ist relativ übersichtlich und die Droprate ist enorm, vor allem wenn ihr dann noch schön mit, wie heißt das, mit eurem Team im Rand spielt, also sprich Multiplayer. Mit G markiert ihr die Stelle, dann könnt ihr schön. Wir haben noch ein. Ach, egal. Oh Gott, wo war ich denn jetzt? Ach, das kommt jetzt nicht professionell rüber. Na gut, ist halt ein Live-Commentary. Wo war ich? Die Gegner kommen zu euch. Genau, eine enorme Droppkarte. Und falls ihr Gegner getötet werden von euren Teamkameraden und die stellt in der Nähe, bekommt ihr auch nochmal schön Erfahrungspunkte da draußen. Na toll. Das hat einfach den Vorteil, dass ihr ganz schnell Level up werdet. Und ein weiteres Nebenaspekt, die Droprate ist hier wirklich hoch, also locker mit 7 bis 10 Modes könnt ihr rechnen. Ich habe nochmal in die Beschreibung rein, welche Modes genau gedroppt werden, von welcher Fraktion, weil die Drops sind eigentlich fraktionsabhängig. Und ja, das war's eigentlich. Ich würde euch wirklich empfehlen, lauft an den Wänden entlang, wie ihr diese einzelnen Fähigkeiten benutzen könnt, also sprich Wandlauf und hast nicht gesehen. Habe ich in einem anderen Video erklärt. Link in der Beschreibung, beziehungsweise werde ich nochmal extra im Video verlinken. Da oben seht ihr auch schon so ein paar Kisten, da werde ich das nächste Mal hinrennen. So, auch mit Level 9 oder auch am Anfang würde ich euch empfehlen, bis Welle 10 zu reiten. Ja, komm, lack mal schön. Ja, Scheiße hier. So, nochmal nach oben. Zack. So, jetzt sind wir oben, da kann man auch manchmal noch was droppen. Ja, komm. Ich weiß nicht wieso, manchmal hat irgendwie Fred so eine Phase, da lackt es die ganze Zeit. Vielleicht liegt es auch daran, dass meine Internetverbindung manchmal ein bisschen echt lame ist. Also diese Position ist eigentlich so für allgemeine Kills eigentlich relativ gut. Da habt ihr einen relativ großen Überblick und die Gegner können euch gar nichts tun. Alternativ würde ich euch noch Jupiter empfehlen für Infested. Da eignet sich Ember sehr gut, da die Infested eine Schwäche für Feuer haben. Schließlich sind sie ja sowas wie Zombies. Das ist halt ein bisschen intelligenter. Und ja, die Korpus, die haben eine Schwäche für elektrischen Schaden. Ja. Also sprich, elektrischer Schaden, da gehen die Schilde meistens schnell down und ja, der Rest erklärt sich eigentlich von selbst. Falls ihr keine eigentlichen Schaden habt, würde ich euch auch Eis empfehlen. Eis ist eigentlich gegen jede Fraktion ein bisschen gut. Wobei halt elektrischer Schaden gegen jegliche Korpus-Fraktion einen enormen Schaden zufügt. Dementsprechend würde ich das euch empfehlen. Weil Infested halt Feuer und bei Grenier halt Panzerbrechen. Weil die Grenier sind ja eigentlich so ehemalige Menschen, die haben sich mutieren lassen, also sprich durch Klon.
Und dadurch ist ihr DNA gut in Archean. Dementsprechend gleichen sie das durch eine hohe Kapazität an Gegnern aus. Und... Na komm. Ja, wunderbar. Hohe Kapazität an Gegnern aus und durch hohe Panzerung. Ja, das war's eigentlich auch. Und da die Gegner hier nochmal zum fünften Mal oder so erwähnt, immer zu euch laufen, könnt ihr ganz schnell Level Up werden. Wie gesagt, nochmal so zusammenfassend. Bin ich jetzt alleine da, oder? Na toll. Muss ich alleine hier alles machen. Wenn Teamkameraden da sind und sie in der Nähe von euch Gegner töten, dann bekommt ihr die Erfahrungspunkte. Ja gut, ich werde mal versuchen, hier nicht zu kopieren. Ich mache dann so einen kleinen Schnitt hier rein. Wenn ich Level 10 erreicht habe, dann könnt ihr dann halt sehen, wie viele Mods ich so gedroppt habe. Bis gleich. So, da sind wir auch wieder. So, beanspruchen. Ist ja erfolgreich. Wir sehen schon. Ja, mindestens 10 sind es schon. Gleich können wir vielleicht mal etwas genauer hinschauen. So. Upgrades erhalten, also 11. Ihr seht. Da ich jetzt leider alleine gespielt habe, ist es ein bisschen weniger geworden und hat auch ein bisschen länger gedauert, aber ja, ich würde mal sagen, damit hat man eigentlich dann schon genug Mods gesammelt, sage ich mal. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Bis dann.